Am vergangenen Sonntagvormittag hat das Heimatmuseum zum ersten Mal nach dem Lockdown seine Türen wieder aufgemacht. Die Freude und die Erleichterung sind gross. Was ist während der Zwangsschliessung gemacht worden? Als erstes Mal sind wir sehr froh, dass wir wieder aufmachen durften. Natürlich alles unter Corona-Bedingungen. Und wir haben währenddem, dass es zu war, weitergemacht mit der Inventarisierung. Das läuft schon ein paar Jahre. Und dann haben wir auch ein neues Projekt, wo wir die Digitalisierung vorantreiben. Und da haben wir bereits jetzt hier im ersten Stock fertig gemacht. Und das läuft weiter, sodass die Leute nachher können selbstständig durch die Ausstellung laufen mit dem Kommentar dazu. Die Kommentare geben verschiedene Leute, also vor allem natürlich Kenner von Asch. Das ist unter anderem unser Präsident, Peter Nebel, Rudi Frinkeli und so weiter. Leute, die alles noch von früher her kennen, damit das auch im Endeffekt nicht verloren geht. Gibt es etwas, das speziell mit Corona einen Zusammenhang hat? Der Alfred Vogel ist interessant worden durch die Corona-Pandemie mit seiner Pflanze Echinacea. Der ist natürlich dann auch in den Medien umgegangen. Er ist ein Ascher, er hat hier das Geburtshaus, das an der Hauptstrasse vorne ist. Und wir haben noch einige Objekte von ihm, wo wir dann gefunden haben, das könnten wir doch ausstellen und neu präsentieren. Und so hat man während dieser Schliessung, vor allem der Peter Nebel, ist dran, jetzt die Ausstellung neu zu gestalten mit dem Alfred Vogel. Was passiert mit der aktuellen Schiffsausstellung? Die Schiffsausstellung die haben wir noch voraussichtlich bis im Sommer. Wir haben hier auch einige Objekte, der Vogelgriff und das Feuerlöschboot, das eigentlich im Museum Basel gehört, wo jetzt im Moment im Umbau ist. Das war eine Leihgabe und das werden wir auch wieder zurückgeben und mit neuen Schiffen wieder bestücken. Hier. Und wir hoffen, dass wir im Sommer eine Finissage machen können mit dieser Ausstellung. Und gleichzeitig dann auch das 50-jährige Bestehen im Schwimmbad noch feiern können. Zusammen mit natürlich der Ascher Bevölkerung. Ebenfalls am Sonntag hat die reformierte Kirche zu einem ökumenischen Gottesdienst eingeladen. Zum Weltgebetstag haben Frauen aus dem Inselstaat Vanuatu die Liturgie geschrieben. Wie kommt so ein Arrangement zustande und was ist der Weltgebetstag? Also es ist eigentlich nicht heute, sondern am 1. Freitag vom März ist der sogenannte Weltgebetstag. Und dann hat man ursprünglich gedacht, dass Frauen, also Laienfrauen, einen Gottesdienst machen und dass sie dann über die ganze Welt in 24 Stunden jedes Mal ein Gottesdienst ist und 24 Stunden lang. Früher haben wir es immer am Freitag gemacht, nur sind dann abends ein bisschen wenig Personen gekommen. Seitdem machen wir es am Sonntag, nach dem Weltgebetstag, am offiziellen, machen wir dann einen Gottesdienst. Und jedes Jahr ist es von einem anderen Land Frauen, die das vorbereiten. Und das Jahr ist es von Vanuatu, das ist eine Inselrepublik im Pazifischen Ozean. Und für uns Frauen, die das vorbereiten, ist das immer sehr spannend, weil wir erstens Frauen kennenlernen, das zwar nur schriftlich, aber ihre Probleme von fremden Ländern. Manchmal ist es so ein Nachbarland, das ist noch lustiger, weil wir die eigentlich kennen. Aber also das Jahr war es sehr spannend gewesen, die Problematik von Vanuatu, die wegen dem Klimawandel versinkt und von Tsunami überrennt wird und Stürme. Und die Frauen, die durch den Glauben immer wieder Fuß fassen. Und das Thema ist auch, baue dein Haus auf festem Grund. Das ist sehr sinnig für so ein Land, das gegen das Meer kämpfen muss.
Ist denn die Aufmerksamkeit für Teilnehmerinnen einmalig oder geht das Engagement weiter? Es gibt ein Weltgebetstagskomitee und das sorgt für alle, die es je gemacht haben. Und wir machen noch Kollekten für Frauenprogramme, die eben Frauen fördern. Je nach Land ist etwas anderes nötig. Also das mal ist besonders, dass sie Nähkurs machen können und dann selber ihre Kleider nähen können, die sie dann gegen Geld verkaufen können, zum Beispiel. Und das Weltgebetstagskomitee, das tut die sämtlichen Länder, also Philippinen und so weiter, tut mit diesen Frauen Kontakt behalten.